So, hallo und herzlich willkommen, ich hoffe, zum finalen Teil meiner Reihe zu Let's Play Dead Space 3. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, auf geht's, Isaac. Im Konvergenzstrudel befinden wir uns hier. Oh, und wir haben das Ende vor uns. Komm, ich sehe die Maschine. Wir müssen sie zurückholen, bevor der Mond sie hat. Wir treffen uns dort. Okay, Isaac, lauf. Ho, ho, ho. Ich will gar nicht wissen, zu welchem Vieh diese ganzen Tentakel hier gehören. Huh. Okay, okay. Ah, ui, was war das? Ah. Kommen bestimmt hier gleich diese schwarzen Männchen überall her. So, rollen wir uns mal ein bisschen, ne? Zack. Und von der Decke. Na, komm schon. Ach. Das ist ja mies. Oh, was war das? Ah, sehr gut. Wow. Gut, einmal durchatmen und weiter geht's. Hui, wer war das? Oh Mann, ich darf hier keine Zeit verlieren. So. Oh, es bleibt wirklich nicht viel Zeit, hier Sachen zu sammeln. So, ja, ich kümmere mich gleich um euch hier. Ah, ich brauche Munition, ich brauche unbedingt Munition. Okay, vielleicht reicht's ja einmal für ihn. So, das hier werde ich hiermit mal machen. Zack. Ui! Ui, was war denn das? Eieieiei. Ich weiß nicht, was mich da erwischt. Ich weiß es einfach nicht. So, einer war noch da, oder? Okay, okay. Ha, diesmal sollte ich ein bisschen vorsichtiger vorgehen, habe ich das Gefühl. Okay, so, das ist schon mal sehr vorsichtig, ja.
Jawohl, Motor bremst zurück. Was war das? Warum? Okay, ich darf einfach wahrscheinlich nicht mir zu viel Zeit lassen. Das ist doch nicht fair! Was macht mich denn hier kaputt? Oh, Hasskappe! Oh, lasst mich bloß in Ruhe, ehrlich! Ich hab gesagt, lasst mich in Ruhe! Ich habe richtig Angst, dass ich jetzt nochmal drauf gehe. Vor allem, weil ich nicht weiß, was mich denn kaputt macht. Verdammt. Oh, ich laufe einfach. Ich laufe einfach. Ich will nicht. Ich will einfach nicht nochmal drauf gehen. Oh. Ja, komm doch her, Herr. Komm, komm. So, okay. Tschüss. Oh Gott, hoffentlich folgt der mir nicht auch noch. Oh, mal schnell kurz. Ah, ah. Nein, oh mein Gott, das ist doch nicht wahr, oder? Ah, okay, tschüss. Ha, direkt nochmal. Das lobe ich mir. Okay, okay. Das muss doch hier irgendwie... Und platsch! ja. Alles kein Problem, alles kein Problem. Ich probiere jetzt einfach mal, ne? Das muss klappen. Ach, tschüss jetzt. Lasst mich mal bitte alle in Ruhe. Ich werde euch eh allen den Garaus machen, allen zusammen. Insofern keine Notwendigkeit, mich jetzt mit euch aufzuhalten. Oh, was ist bloß los? Was ist bloß los? Kinder, nee, keine Ahnung.
Ui, der war knapp. Hurra. Ah, Gott sei Dank. Puh. Ah, in welchem allgemeinen Zustand befindet sich Isaac? Hm, ich würde sagen, akzeptabel. Aber wie es mit der Ausrüstung aussieht, das ist eine ganz andere Sache. Und vor allem, wenn ich die jetzt hier weiterhin so in der Gegend verteile. So. Ich werde bekloppt. Okay, okay. Ich hab's begriffen. Laufen und schießen. Laufen und schießen. Das kann ich. Und anscheinend mal nicht nach hinten gucken. Na gut. Seid ihr? Oh. Ah, schnell, weg, weg. Ich habe keine Zeit, darauf zu achten, wer mich gerade verfolgt oder wer nicht. Aber die ja, muss ich irgendwie... Nein, haut ab, lasst mich los in Ruhe. Hör auf, mich anzuspucken. Mann. Ah, okay. Eine Werkbank. Ah. Wie hab ich dich vermisst, oh Werkbank. Wow, wow, wow. Ach, sehr gut. Das ist, das tut gut, hier mal so ein bisschen auf Ausrüstung zu treffen. Blutmond. Ah, das hört sich doch reizend an. Okay, dann schauen wir uns doch mal ganz kurz hier nochmal die Werkbank an. Gucken, ob wir ein paar Modifikationen an der Waffe noch vornehmen können, um die ein bisschen zu perfektionieren. So, okay, okay. Also erstmal Objekte herstellen, ne? Das ist ganz gut. Und zwar... Nehmen wir mal ein paar mittlere Medipacks und so Munitionsclips. Das ist gut. Waffen herstellen. Das können wir jetzt auch mal machen. So, und zwar haben wir hier Militärantrieb. Ne? Das ist ja schon mal... Was haben wir denn hier überhaupt für andere Rahmenmöglichkeiten? Kompakter Earthgo-Rahmen. Was kann der denn? Obere Platinen 1... Oh, wow, der hat ja schon... Uiuiui. Der hat ja eigentlich gar nichts. Okay, das ist der schwere Elite-Rahmen. Und das ist der schwere... Aha. Aber schade, dass man hier nicht so viel... Oh, aber das gibt ja... Ich glaube, das probiere ich mal. Wow. Das gibt auf jeden Fall jede Menge Schaden. Können wir den Schaden auch noch ein bisschen erhöhen? Ja. Das ist auch gar nicht so schlecht, ne? Machen wir das hier mal. Und fürs untere Tool... Genau, das ist doch schön. Oder habe ich nicht vielleicht auch noch zwei Clips? Na, natürlich nicht. Es sei denn natürlich hier unten bei denen... Ah, doch hier. Zwei Schaden und zwei Clips. Zweimal nachladen. Genau, das machen wir hier. So, sehr gut. Q.
Ikonische Streuung, Missionar, das ist genau das, was ich suche. Und Repetierer produziert ein Sturmgewehr mit Streufeuer. Ist auch nicht schlecht, ne? Ein vollautomatisches Gewehr. Ich glaube, das nehme ich mal. Sehr gut. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Und ich glaube, hier werde ich diesen Teil nochmal beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal und ich glaube, das dürfte dann wirklich der finale Teil sein. Wieder. Ballpapp-Gewehr. Das hört sich doch gut an, oder? Okay, also, bis dann, Leute. Euer Smurlock. Bye, bye.